Yo Leute, Brandy hier und willkommen zurück zu Deponia. In der letzten Folge haben wir Goal aufgeweckt und jetzt geht's daran, mit ihr zu sprechen. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, bisse, bisse. Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Ist der schlechte Anmachspruch. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Och komm, das war witzig. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? So schlecht. Hallo? Jemand zu Hause? Haus, 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 Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Hehehe. Komm zu dir. Kartoffelsuppe. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ja, genau. Ritzel, Fitzel, Britzel? Basel, Hugel, Wugel? Fasel, nimm. Mammelfranz? Bin für die Bum, klopp, klopp. Hehe. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem, plem. Was habe ich auch erwartet, dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium. Ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein. Ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin. Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber ich. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Ja. Das fragen wir uns doch alle bestimmt auch, wieso ist Rufus immer so unendlich großzügig? Können wir uns hier, weil wir ja noch Luftballons haben, oh, können wir uns tatsächlich noch einen aufladen. Gut. Haben wir hier sonst noch irgendwas zu erledigen? Nee, gerade nicht. So, dann gehen wir mal raus in die Gasse. So, was macht man als nächstes? So, wir müssen irgendwie ein Cletus kommen, kontaktieren. Und wofür haben wir die Coupons? Die sind wahrscheinlich zur Poststelle, aber die ist Ich ja. sagte, das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Oh. Okay.
Haben wir das nicht schon mal eingesteckt? Machen wir es gleich nochmal, komm. Hol dir das Mikro, Rufuslein. Und ja, ich bin eigentlich, keine Ahnung. Nimm mal das Mikro. Ah, sieh einer an, da unten haben wir noch den Trichter. Zu was der gut sein wird, weiß ich nicht. Eine Uhr. Lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Er ist und bleibt ein Penner. Kann man da noch irgendwas? Ja, da kann man noch was andrücken bei ihm. Nee, irgendwie nicht. Naja, gehen wir mal zurück zum Rathaus. Jetzt haben wir eine Bürgermeister-Uhr. Vielleicht können wir jetzt... Oh ja, oh yeah, Baby. Ich glaube, die Post hat auch. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Nee, ne? Nee, nee. Gehen wir mal, bevor wir zur Post gehen, hier rein. Vielleicht haben wir irgendwas hier, was uns noch... Nee, 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 hier ist nichts. Hier ist nichts. Mal zur Poststelle. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Okay. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Okay. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Mhm. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Wohnungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert.
Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn es dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Ja. Yeah. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Wahnsinn. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potsdonner. Oh, geil. Bis später. So, was haben wir denn hier zur Auswahl? Da oben, da kommen wir nicht hin. Achso, da ist die Katzenschublade. Was haben wir denn hier? Katzen? Ah, und noch eine Katze. Moment mal. Das heißt, wir haben die Coupons hier. Und ich gehe jede Wette mit euch ein, dass man diese Katzen entweder schlafen lassen kann oder sie aufwecken kann. Jede Wette. Und wir probieren das gleich mal so. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Ja. Und die da? Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ja. Sie sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Ja. Das solltest du, Rufus Lein. Was ist denn das? Mhm. Hey, huhu. Hallo. Hm? Ja? Was gibt's? Was macht die Arbeit? Und mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Kitus oder so. Er hatte den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Kitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Oh Mann. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Kapito? Na, alles klar. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Ja, no, so und nicht anders, ne? Bist du nicht mal müde? Ha, willst du mich aufziehen? Das hier ist Kura. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausbauen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Ah. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Aha. Erdmagnetfeld, ne? Haben wir hier noch?